Also, kurze Zusammenfassung. Wir sind in der Liga Zweiter geworden, hinter PSV Eindhoven. 4 Punkte hinter denen. Haben da leider am 32. Spieltag oder wann das war, gegen Eindhoven zu Hause verloren. Da haben wir ein bisschen reingechoked. Trotzdem Tadic Torschützenkönig geworden. Team sieht aktuell so aus. Wir haben in der Wintertransferperiode Memphis Depay geholt. Wir haben Christensen geholt. Wir haben Tonali noch in der Winterpause gekauft. Und ich glaube, das war's, ne? Was haben wir noch in der Winterpause gekauft? Ich glaube, das waren erstmal so die Transfers. Und in der Champions League sind wir im Halbfinale raus. Und Pokal haben wir gewonnen. Und wir kriegen zur neuen Saison, verlässt Neresch den Verein für 50 Millionen. Der geht nach Olympique Lyon. Und wir bekommen Arjen Robben ablösefrei. Wer hat sich denn verschlechtert? Siam de Jong, der war ausgeliehen. Vertonghen, ja, und Hüntelaar. Ah, Hüntelaar ist solider Backup. So, Statistiken. Jetzt bin ich gespannt. Guck mal nach Toren. Ja, guck mal, was Tadic für eine kranke Saison gespielt hat. 17 Tore, 6 Vorlagen in der Eredivisie. 5 Tore, 2 Vorlagen in der Champions League. Zu krass. Guck mal, was der für durchschnittliche Bewertung hatte. Der hat so rasiert diese Saison. Boah, Depay, 12 Spiele in der Champions League, 7 Tore. 3 Pokalspiele, 3 Tore. 14 Ligaspiele, 12 Scorer. Boah, Depay hat rasiert. Bergwijn auch, 19 Scorer in der Liga. Stark. Boah, Van de Beek, ne? Alter, Van de Beek war ja die Hälfte der Saison verletzt. Der war ja 4 Monate verletzt, ne? 7 Tore, 3 Vorlagen. In 17 Spielen macht er 10 Scorer. So, dann gehen wir mal rein in die nächste Saison. Glückwunsch, Herr Yogi. Ach, guck mal, wir können in Deutschland ein Trainingslager machen. Abfahrt. Schon mal der gute Ödegaard. Gucken, was sie für den haben wollen. LOL. 13 Millionen. Easy Game. Oh, 5-Star-Skills. Sick. Boah, wie viel Gehalt kriegt der denn? What? 4 Jahre. Kannst aber 5 machen, Bruder. Oder ich gebe dir nicht über eine halbe Million Einstiegsbonus. Was ist denn los mit dir, Alter? Komm mal runter von deinem hohen Ross. Abfahrt. Ödegaard ist da. So, und dann diesen Marin. Oder wie man den auch immer ausspricht. Ja, oder Suarez zum Ende seiner Karriere nochmal zurückholen. Weil wir brauchen halt, ihr schreibt jetzt zum Beispiel wieder alle João Felix rein, der hat halt nur 79. So, wir brauchen halt auch irgendwo etablierte Spieler mit Dick Rating für diese Saison, ne? Also Suarez würde ich auch feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Suarez würde ich ultra feiern. Was? Ich habe 1 Million unter Marktwert geboten. Chill mal dein Leben. Aber in einer Woche kann ich wieder verhandeln, ne? Boah, das wäre schon geil, Alter. Suarez würde ich richtig feiern. Suarez würde ich richtig feiern. Erhöhung des Transferbudgets, nice. Angebot für Labiat, ja, der kann eigentlich weg. Ja, komm, passt. 10 Millionen ist in Ordnung. Der wird halt eh nur noch rumschimmeln. Der wird 3 Einsätze die Saison machen. Oh, 3-1 gewonnen. Renato Sanchez hat sogar getroffen. Wollte zocken, durfte zocken, direkt Tor gemacht. Ehre. Und da bedankt er sich auch. Oh, gegen RB Leipzig. 2-1 gewonnen, Junge. Decker. Ehrenmann. Decker macht das Ding. Sick. Nice. Und Decker hat wieder getroffen. Und Tonali auch. Nice. Ich kaufe jetzt Suarez. Ich weiß, dass es viele von euch nicht feiern, aber ich habe Bock auf den. Weil ich will halt nicht die ganze Zeit nur so stumpf irgendwelche Talente kaufen, die bei so FIFA halt ein krasses Potenzial haben. So. Und Suarez hat halt so ein bisschen Story, so zum Ende der Karriere nochmal zurück zum Jugendverein kommen. Ich hab da Bock drauf. Ich kaufe jetzt Suarez. Finde ich halt besser als so ein 0815 João Felix, wisst ihr? $98 Millionen, 10% Weiterverkaufsgebühr. Ey, ihr könnt da eine krasse Weiterverkaufsgebühr haben, weil der wird bei uns die Karriere beenden. Ich gebe euch sogar 15%, gönnt euch. Weil ich werde den nicht mehr verkaufen. Gönnt euch, Ladies, gönnt euch. Boah, 98 wollen die. Machen wir 93. Ah. Machen wir mal 15. Ah, darüber müssen wir erstmal nachdenken. Weißt du, so ein bisschen dies, das, ein bisschen nachdenken. Okay. Aber haben sie akzeptiert, geil. Leihangebot für Lang. Wusste gar nicht, dass hier Girona meinen Genitalbereich verpflichten möchte. Okay, nein, 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 auf gar keinen Fall. Abfahrt, Suarez! Luis Suarez.
Ja, Schlüsselspieler würde ich sagen, ne? Passt. Vertragsdauer 3 Jahre will er sogar noch. Komm, wir machen 4 raus, Junge. Ehre! Suarez hat Bock. Freigabesumme will er auch nicht. So, jetzt Gehalt. Er will, wahrscheinlich, Luis Suarez ist aber auch ein Fuchs. Der will 3,5 Millionen kassieren, wenn der 10 Saisontore macht. Bruder, wir spielen hier in der Ehredivise. Meinetwegen kannst du 3,5 Millionen haben, wenn du 10 Tore in der Champions League machst. Für 10 Tore in der Ehredivise 3,5 Millionen. Alles klar, Digga. Wenn ich morgen früh nach 3 Liter Kaffee einen guten Schiss ins Klo setze, dann möchte ich dafür aber auch 4 Millionen haben. Bruder. Und noch 2,2 Millionen Einstiegsbonus. Alles klar, Murat. Ja, machen wir es halt so. Let's go! Suarez is back in town! Geil! Oh shit, erster Spieler mit 90 im Kader. Erster Spieler mit 90 im Kader. So, jetzt bauen wir mal unsere erste Elf, wie die aktuell aussehen würde. Ah, Suarez ist... Nein! Suarez ist aktuell noch beim Südamerika Cup. Fuck! Kann er jetzt gar nicht spielen im im Dings? Das wäre natürlich scheiße. Kriegt den nächsten Spieler ein Downgrade auf 89. Huch, ja, wird halt safe passieren. Klar, kennst doch Karriere. Selbst wenn der 50 Tore die Saison machen würde und wir Trippelsieger werden würden, wird er ein Downgrade kriegen, weil halt 32 Jahre alt. Das ist ja auch das Dumme an Karriere. Weißt du, dass ein Buffon in Real Life seit 6 Jahren, obwohl der 40 ist oder so, immer noch krass spielt, juckt Karriere nicht. Wird niemals passieren. Ey, komm, das müssen wir uns angucken. Das sieht geil aus. Luis Suarez nach FC Barcelona Abschied bei Ajax Amsterdam vorgestellt. Guckt euch das an. Kann der den Ball geil hochhalten? Schisch. Ajax Amsterdam vor großer Saison. Saisonprognose 2. Schlüsselspieler Luis Suarez. Der Titel am Ende der Saison ist laut Stürmer Luis Suarez das einzige Ziel für Ajax Amsterdam in dieser Saison. Der Spieler erklärte, dass alle seine Mitspieler bis in die Haarspitzen motiviert seien und alles außer dem Titel als Misserfolg ansehen würden. Luis Suarez sagte, mit unserem starken Kader müssen wir jede Saison den Titel holen. Wir alle freuen uns auf die Saison. Mittelfeldspieler Arjen Robben wird dabei eine zentrale Rolle spielen, während der Verteidiger Jan Vertonghen sicherlich sicherstellen muss, dass so wenig Gegentore wie möglich kassiert werden. Außerdem sollte er auch hin und wieder Tore erzielen. Sandro Tonali hat eine große Zukunft und wird bald sehr beeindrucken. Okay. Na, fast so gut wie Theo Hernandez. Ja, der wird neidisch bei solchen Sachen. Oh, UEFA Presence. Champions League Qualifikation. Champions League Qualifikation. Monatsbericht Jugendmannschaft. Boah, dieser Pinot ist halt auch ein krankes Talent. 84 bis 94 Potenzial. Wieder so ein Keeper. Pedro Jesus auch nicht so verkehrt. Ja, er ist halt geisteskrank, ne? Der Innenverteidiger 92 bis 94 Potenzial. Ja, das nächste Torwarttalent auch nicht schlecht. Also in der Jugendmannschaft haben wir auf jeden Fall ein paar Boys. 15 und Vollbart, lul, ja. Hat natürlich Ähnlichkeiten mit mir, ne? Kappa. Laie von Kotarski abgelehnt. Ja, okay. Kotarski ist nach SCO Angers gewechselt. Backer ausgeliehen, Transferangebot für Van Leer. Der kann weg. So, Pressekonferenz. Ist ja eh mit Rückspiel, ne? Dann können wir das Hinspiel erstmal simulieren, je nachdem, wie es ausgeht. Aber eigentlich sollte das ein easy Game werden. Aber sowas von klar. Es war so klar, dass Suarez mit 89 zurückkommt. Egal, scheiß drauf. So, Tagliafico. Passt auch. Wir haben halt immer noch viele Leute, ne? Wir haben halt immer noch ein paar Kaderleichen. Wobei, dieser De Jong geht ja gleich noch weg. Der geht auch weg und der geht auch weg. Hinspiel in der Quali-Runde gegen Young Boys Bern. Abfahrt, aber mit dem Kader muss es eigentlich was werden. Ah, Memphis. Memphis Depay. Komm, noch ein 2-0 hinterher. Bergwijn, let's go. Van de Beek 3-0. Easy game, easy game, easy game. Sehr schön. Van Leer wurde verkauft. Tagliafico bedankt sich. Passt. Also wenn wir da jetzt rausfliegen, ne? Dann habe ich den Glauben an diese Karriere und an diese... No way. Macht keine Scheiße, Alter. Oh, Suarez, dankeschön. Ey, dankeschön. Alter. Gerade ein bisschen Herzklopfen bekommen. So, erstmal diesen Marien holen.
So, bei 12 Millionen haben die ein bisschen rumgemuscht, ne? Da muss ich ein bisschen mehr bieten jetzt, sonst heulen die da wieder direkt rum. Junge, wir haben die Patte, Alter. Nivea Yogi zusammen mit Money Brother, da geht einiges. Teamrolle ist Rotation, bin ich ehrlich. Passt, sehr schön. Vertragsdauer 4 Jahre, Bruder, 5. Ganz klar 5. Passt. Freigabesumme will er nicht, passt auch. 20k Gehalt, machst du das? Passt das? Kriegst du ein bisschen Erhöhung, ne? Bisschen Erhöhung, dies, das. Marin ist da. Alter, der Doppel 5, die Ibra Region. 90 Antritt, 83 Sprintgeschwindigkeit. Ah, die Ibra Region holen wir irgendwann. Das ist halt schon sick, ne? Halt einfach Doppel 5. Vielleicht kann ich noch irgendein. Ich könnte. Tadic ist ungefähr gleich viel wert. Wenn die den nehmen wollen, dann werden wir Tadic los. Ah, dann können wir Magalan bieten. Der kann weg. Wollt ihr den haben? Ha! Geil. 24 Millionen noch oben drauf. Alles klar, Bruder. Übertreib halt komplett deine Lage. Übertreib mal nicht direkt deine Lage. Es wären jetzt halt umgerechnet 28 Millionen gewesen. Ist halt schon ein bisschen viel, aber. Scheiß drauf. Rolle im Kader wichtig. Das ist gut, weil Stammspieler ist er noch nicht. Er ist noch nicht Stammspieler wie Benzema. Wobei, wenn er jetzt ein dickes Gehalt bekommt, dann rollt er vielleicht im Benzabra. Freigabesumme machen wir nicht. Freigabesumme machen wir nicht. Sorry, Bruder. Spiele ohne Gegentore 5. Bruder. Wir sind fucking Ajax Amsterdam. Natürlich machen wir 5 Spiele die Saison ohne Gegentor. Dafür kriegst du doch nicht eine Viertelmillion Euro. Wer hat dich denn verarscht, Mann? Muss mal weniger Markenklamotten kaufen. Dann brauchst du das Geld auch nicht. Junge. Ganz schön abgehoben.